der Welt sehen. Die Frage ist aber, mit welchen Mitteln und mit welchen Methoden tun wir das? Und wir haben im Moment doch wirklich, und was der Hörer gerade anspricht, da Olympische Spiele, da wurde in der Tat irgendwie das verwendet, um jetzt sozusagen Putin zu bashen. Gleichzeitig machen wir Fußball-Olympiade mit Katar, unsere Fußball-Weltmeisterschaft mit Katar, wo Sklaven angeblich umkommen, massenweise bei den Arbeiten, obwohl Herr Beckenbauer noch keinen gesehen hat da. Wir sind verbündet mit Saudi-Arabien, wo Frauen kein Auto fahren dürfen. Also da wenden wir unsere Standards, die packen wir eher nach unten. Und jetzt, wenn es um Russland geht, halten wir unsere Werte hoch. Man muss doch sehen, dass jetzt Putin oder Russland kritisiert werden, weil sie keine Christopher Street Day Parade von Homosexuellen in Moskau dulden und dafür sozusagen als Barbaren abgestempelt, dann muss man doch sehen, dass das bei uns hier vor wenigen Jahrzehnten auch noch im Strafgesetzbuch stand. Und bei unseren Freunden in Saudi-Arabien wäre es auch wäre es genauso verboten, dass das eine gewisse Ungleichzeitigkeit auf der Welt herrscht und wir nicht hergehen können und sagen, ja, wir haben jetzt hier unser tatsächlich gutes, ja, parlamentarisches, rechtsstaatliches System und unsere sogenannten Werte. Und die implementieren wir jetzt 1:1 auf den Rest der Welt. Dass Mütterchen Russland da im hintersten Sibirien vielleicht noch ein Problem damit hat und dass es da vielleicht auch noch einige Jahrzehnte dauern könnte, bis, sagen wir, Homosexualität genauso akzeptiert ist wie hier bei uns. Das muss man doch akzeptieren und verstehen und darf jetzt nicht hergehen, weil die Russen da die Sache noch anders sehen, sie als Barbaren, Untermenschen oder Reich des Bösen hinzustellen. Hier sind gleich mehrere Mails eingegangen, unter anderem aus Losheim, wo das TTIP-Abkommen angesprochen wird. Das hat auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun, also das Freihandelsabkommen, ja, Europa-USA. Aber auf den zweiten Blick hat natürlich diese angestrebte Freihandelsunion vielleicht auch mit diesem Konflikt was zu tun, weil das natürlich auch Teil einer allgemeinen Strategie ist. Genau, und wir schildern ja jetzt dann auch in einem Kapitel des Buchs sozusagen die andere Seite und fragen, ist es nicht für Deutschland anstatt zu einem TTIP-Abkommen, was denn auch noch unseren Rechtsstaat hier teilweise aushebelt mit irgendwelchen Schiedsgerichten, wäre es nicht mindestens so sinnvoll, mit unseren kontinentalen Nachbarn, sprich mit Russland und auch mit China, Wirtschaftsabkommen zu schließen? Unlängst im Frühjahr war der chinesische Präsident in Duisburg. Da fragt man sich, was macht der da? Duisburg ist der größte europäische Binnenhafen. Und er hat einen Zug begrüßt, der Präsident da, der aus China gekommen war, mit Waren, die dann von da aus verschippert werden. Und hat angekündigt, ja, wir bauen da ein Hochgeschwindigkeitssystem aus. Die Chinesen haben in den letzten 5 Jahren, ich glaube, 10.000 Kilometer ICE-Strecken gebaut in ihrem Land. Also die machen das in Windeseile. Und das scheint mir doch viel interessanteres Projekt zu sein, langfristig für Deutschland und für Europa, sich mit der künftigen Wirtschaftsmacht Nummer 1, das sind die Chinesen, mit dem Rohstoffriesen dieser Welt, das sind die Russen, in eine Linie zu begeben, die neue Seidenstraße nennen das die Chinesen, wo wieder Handel und Wandel getrieben werden soll. Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Ich weiß, dass also bei Botschaften gibt es Militärattachés, Kulturattachés und von diesen Personen hört man nichts. Es wird also praktisch nur die Welt erklärt von Journalisten bei solchen Konflikten. Und ich möchte mal wissen, was diese staatlichen Vertretungen in diesen Ländern tun und inwiefern die Öffentlichkeit informieren. Das war's. Dankeschön. Kann ich nichts zu sagen. Die so arbeiten ja auch wahrscheinlich eher indirekt über Journalisten, über Nachrichtenagenturen. Genau, oder ich habe doch das schöne Zitat zum Eingang des Vorworts im Buch. Von Karl Kraus. Von Karl Kraus, einem Pionier eigentlich der Medienkritik, der vor 100 Jahren, als der Erste Weltkrieg begann, eben auch, die damals gab es nur Zeitungen, studiert hat. Und Karl Kraus schreibt da, wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt?
Diplomaten belügen Journalisten und glauben es, wenn sie es lesen. Also und wenn man Diplomaten jetzt mal mit Lobbyisten und Geheimdiensten ergänzt, dann hat man ungefähr das, was hier gerade läuft. Ja, es wird mit der Berichterstattung, die wir hier jetzt ja auch in der Sendung kritisiert haben, mit dieser Berichterstattung wird eine bestimmte Realität erzeugt. Es wird nicht die Wirklichkeit beschrieben, wie sie ist. Dafür müsste man genauer recherchieren. Da müsste man objektiv oder annähernd objektiv versuchen, mehrere Perspektiven und Seiten zu sehen. Nein, es wird eine Realität produziert und auf dieser Basis stürzt ein Flugzeug ab, es wird Putin zugestimmt, dann werden Sanktionen gemacht. Also dann wird ganz konkrete Politik auf Basis dieser konstruierten Realität gemacht. Und das ist fatal. Und Sie erwarten jetzt eigentlich von Journalisten, dass sie mehr genauer hinsehen, nicht so sehr voneinander abschreiben, sich nicht einem Wording, also einer vorgegebenen Sprachregelung beugen, sondern das schreiben, was sie für richtig halten. Und andererseits erwarten sie, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Politik in Deutschland, dass sie deutsche Interessen, das ist gar nicht nationalistisch gemeint, sondern wirklich einfach unsere Interessen ein bisschen mehr berücksichtigt und vielleicht zurückkehrt zu Werten einer alten sozialdemokratischen Außenpolitik. Ich hätte nicht gedacht, das jemals sagen zu müssen. Ja, na, aber man muss doch sehen, das, was Brandt und Bahr und Co. gemacht haben, mit ich bin aus Berlin, Passierscheinabkommen und so kleine Schritte der Annäherung, damals im Übrigen auch schon gegen den Willen der Amerikaner, die wollten ja eher auch das konfrontativ halten. Und diese Art von Politik, wozu hat sie geführt? Sie hat genau vor 25 Jahren dazu geführt, dass Deutschland wiedervereinigt wurde, ohne dass da ein Tropfen Blut floss, dass die Mauer gefallen ist. Also das ist eine visionäre Politik, die wirklich im Interesse damals der BRD und der DDR-Bevölkerung, also der Deutschen war. Und ich finde, dahin müssen wir wieder zurück. Und die ganzen alten Fahrensmänner, Sie haben den Bahr zitiert, auch noch einige andere, Gorbatschow, selbst Helmut Kohl, die stehen ja im Moment eher kopfschüttelnd da und sagen, was macht ihr hier eigentlich für eine Ostpolitik? Und deshalb komme ich am Schluss dann dazu zu sagen, lasst uns diese alte visionäre Politik wiederbeleben. Ich habe vorhin schon gesagt, Ihr Buch ist inzwischen ziemlich weit oben auf den Bestsellerlisten. Sie kommen gerade aus Frankfurt, von der Frankfurter Buchmesse. Wie waren denn da so die Diskussionen? Kommen Sie da gut an oder werden Sie eher scharf kritisiert? Ach, natürlich werde ich kritisiert. Sie haben ja eingangs das da auch zitiert aus der Welt. Ja, da wird natürlich draufgehauen, man darf Putin nicht verstehen. Jedes Verstehen ist Verharmlosung. Bei der Buchmesse habe ich jetzt gerade diskutiert am Dienstagabend mit dem ARD-Tagesschau-Chefredakteur Gnifke im NDR über die Kritik, die der Programmbeirat der ARD ja geäußert hat, dass die und wo die ARD-Berichterstattung wahrlich nicht gut abgeschnitten hat. Der Herr Gnifke hat dann, ja gut, wie jeder Vorgesetzte das vielleicht machen muss, erstmal seine Angestellten und Korrespondenten verteidigt und die würden das alles prima machen. Aber im Großen und Ganzen bin ich da sozusagen auch gegen die Wand gelaufen mit der Kritik. Das war in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio Matthias Bröckers zu seinem Buch Wir sind die Guten, Ansichten eines Putin-Verstehers oder Wie uns die Medien manipulieren, erschienen bei Westend, Preis 16,99. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast, können sich dann runterladen, bei sich speichern und nochmal beliebig anhören. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Frage an den Autor, kann ich Ihnen mehreres empfehlen. Ich habe neu eingestellt, auf Wunsch eines Hörers übrigens, von 2009 Albrecht Müller, Meinungsmache. Ich kann Ihnen aber auch empfehlen von 1989 Herbert Riel-Heise, Bestellte Wahrheiten, oder von 2011 Gerd Bosbach, Lügen mit Zahlen. Können sich noch mal ein bisschen Hintergrundwissen verschaffen. Die Diskussion hat schon ziemlich heftig begonnen im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Am nächsten Sonntag ein Kommunikationsforscher, Professor Dr. Bernhard Pörksen, zu seinem Buch Kommunikation als Lebenskunst, Philosophie und Praxis des Miteinanderredens. Da geht es eben darum, dass wir praktisch immer kommunizieren, ob wir wollen oder nicht. Und ist bessere Kommunikation jetzt erlernbar in der Ehe, im Beruf, natürlich auch in politischen Gruppen, und damit sind wir wieder bei unserem heutigen Thema. Wie übt man Kritik, ohne andere zu verletzen? Ist Miteinanderreden eine Lebenskunst? Das also am kommenden Sonntag in Fragen den Autor, Dr. Bernhard Pörksen, Kommunikation als Lebenskunst. Schönen Sonntag wünscht noch Jürgen Albers.